Eve, dein Stream ist off. Ja, weiß ich. Achso. Ah, okay. Was ist? Es gibt ganze Marvel-Höhlen. Höhlen? Hier ist... Alter! Hier ist ein kompletter Höhlengang, nur aus Marvel. Krasser Scheiß. Vor allem weiß ich nicht mehr, wo das gewesen ist, Mann. Ja, ich gehe eben wieder zurück und hol die Sachen. Saphire. Alter, die geben richtig viel Erfahrung. Saphire gefunden. Hier ist was das Gutes, Dorf. Weiß ich nicht. Wenn du beim Dorf bist, dann muss ich ja nicht mehr zurückgehen. Ja, wenn ich das wüsste, wo das hier ist. Und außerdem habe ich nichts zum Runterbauen und so. Oh, Mann, das ist mit da über den Vulkan rüber, glaube ich, wieder. Ah, da ist noch ein Schaf. Ich nehme jetzt einfach mal 2 Stacks Marble mit, weil das ist zu viel hier, dass ich alles mitnehmen kann. Ja, muss ja nicht alles sein. Oh, hier sind richtig viele Schafe. Hammer, geil. Wenn ich jetzt wieder runtergehe, die 2 Skelette sind bestimmt immer schon wieder da. Ey, komm her! Okay, so, warte, ich hab gleich genug Schafe. Also ich hab eigentlich längst genug Schafe, aber ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Ich wieder nur am Heulen. Ist der Wichser doch schon wieder. Geh sterben. So, warte, ich bin jetzt hier gleich wieder bei der Schlucht und dann springe ich da schnell rein und dann mal gucken, ob ich die noch bekomme. Aber ich weiß nicht, wie weit du da reingegangen bist und vor allem wohin. Ja, ich stehe hier, aber ich komme da nicht runter, weil dieses scheiß Skelett da ist. Ich bin sofort wieder tot. Ja, warte, ich komme. Das war ich. Alter, hier ist ein... Hier ist ein ganzer Komplex aus Marvel, ey. Jesus. Oh nein! Bin ich tot! Oh. Na! Na, Manuel ist so schlau und legt sich mit Männern. Ja. Kacke. Oh, das ist nicht dein Ernst! Ja, wo ist der denn? Ich kann nicht dafür, dass der so aggro ist. Ja, dann guck ihn doch nicht an! Hab ich ja nicht! Haben wir schon. Hier lang, Manu, hier. Was? Wo lang? Ach ja, genau, richtig. Verpiss dich! Boah, nur wegen dir habe ich meine Sachen jetzt verloren! Nein, gar nicht! Nein! Deinetwegen heißt es. Deinetwegen, ja. Das sagt ja auch gerade hier Mr. Rechtschreibung, ne? Oder Mr. Grammatik. Hä, hey, was? Komm! Was? Boah, Eve, ey, ganz ehrlich! Ja, es ist scheiße dunkel, das ist so... Ja, dunkel halt. Ja. Boah, lass mich doch mal jetzt hier weg, ihr Kacknasen. Alter. Hört mal auf, euch zu beschweren. Ich habe viel zu wenig Inventarplatz für die 1000 Erze, die es hier gibt. Ja. Du mich auch schon. Nee, das ist eine Spinne. Boah, Eve, weißt du was? Ich mache das jetzt hier alleine, ey. Easy going. Ich achte gerade nur auf die Schattennachricht, dass Manuel jetzt stirbt. 3 Creeper. Läuft. Jo, wahrscheinlich. Jo, wahrscheinlich. Ganz viele Creeper. Oh Mann, ja, Junge. Nein! Das habe ich selbst hier unten gehört. Weißt du, ich hätte den platt gemacht, wenn ich noch meine Sachen gehabt hätte, also mein Schwert. So, ich hab die Sachen wieder. Ich komme. Ja, ich sammle deine Sachen eben auf. Aber was gibt es alles für Erzarten? Oh, Eve, ey, was kannst du eigentlich? Alter, wenn die scheiß Kackskelette das sind, ist es doch nicht normal.
Oh, du hast einen Stack Eisen gehabt. Ja, ah nee. Er hat auch jetzt ganz viel Kabel. Copper, nicht Kabel. Mine! Mine! Kiste. So, hier so ein bisschen Weizen, das nehme ich nochmal mit. Komm dir entgegen wieder. Hä, wie hast du bitte Obsidian abgebaut? Habe ich nicht abgebaut, das war in der Truhe in dem, Ach so, ja. In dem. Oh, ne! Oh, Eve, bleib da, geh nach Hause, ich komme jetzt gleich wieder. Nein. Ich krieg. So, ich habe alle Sachen, das Unnötige habe ich weggeschmissen. Und jetzt komme ich zurück nach Hause. Fakt ist, kein Krieg ist so schlimm wie der zwischen Marn und Eve. Ja. Dazu passt gerade voll die Musik, ey. Der ewige Krieg zwischen Eve und Manuel. So, ab hoch hier. Und jetzt gehe ich nach Hause, ey. Ja, was da los? Was da los? Was da los? Was da los? Ja, Eve ist halt inkompetent und startet ihren Stream nicht neu. Und stirbt auch andauernd. Wieso? Wieso soll ich denn starten? Da guckt doch keiner zu. Ja, doch, der I Am Legend. Der, wie heißt der? Leon, nee, Quatsch, Pascal, Robin. Ich war nah dran. Ich war nah dran, okay, ja. Also. Ey, jetzt hab ich Faden. Bleib hier zu Hause. Du, Stückchen, ja. Ey, was macht dieses Schaf hier? Warum klettert das immer so auf so einen Kackbaum, ey? Beider Schaf. So, ich komm jetzt nach Hause. Dann machen wir uns ein Bett und dann gehen wir alle schlafen. Auch noch. Also, wenn es dunkel ist. Und ich habe alle wichtigen Sachen. Nur haben wir jetzt halt nichts mehr zum Anbauen, außer Karotten. Ich habe kein Weizending mitgenommen. Halt die Klappe, Spinne. Bin jetzt am Spawn direkt. Ja, das ist gut so. Und da bleibst du jetzt auch. Ja, genau. Du brauchst ja schon ein bisschen öfters laut den Chat-Nachrichten zu, oder? Ist doch wahr. Den Mund. So, oh, ich bin vergiftet, dieser vergiftet. Können wir uns nämlich gleich schon mal so ein bisschen um den Hausbau kümmern. Also so Standard. Den Standard. Beliefer euch dann gleich mit Diamantrüstung. Das ist sehr schön. Nein, das war ein Scherz. Träumt weiter. Seh dich. Passiert häufiger. Ich sehe ich nicht. Ah, hier am Berg sind. Ah ja. Ach cool, guck mal, hier haben wir dann direkt so diesen See. Das ist natürlich geil. Nein, das war falsch. Jetzt? Ja, warte, das war falsch. Sorry. Das war richtig. Lass mich weg. So. Du hast meine Hose an. Ja, ich weiß. Die steht mir gut, deine Hose. So, erstmal brauche ich jetzt hier eine kurze Kiste. Manu, passt sie dir? Das wird mir nämlich ein bisschen Angst machen. Ja. Die sitzt irgendwie perfekt. Ja, kannst mal sehen. Ja, hier war ich doch eben schon. Du nur brauchst einen Knopf. Das ist jetzt kein Ernst. Nein, war nur Spaß. Das will ich hoffen für dich. Ja, ich war ganz kurz davor, aber ich hab's... Ich frage mich auch gerade, warum du jetzt gerade nötig hast, einen Knopf zu machen. Ein Knopf! Ja, denk nur mal nach. Manu kämpft ums Überleben und er baut sich einen Knopf. Das Überlebenswerkzeug schlechthin. Der Knopf. Ja. Damit die Hose nicht immer runterrutscht oder auch plötzlich aufspringt. Der Sicherheitsknopf. So sieht's mal aus. Als du das hier runtergeladen hast, dieses Texture-Pack, das war doch das 64er, oder? Mhm. Ja. Aber das sieht von den Texturen aus wie das 32er, finde ich. Ja, vielleicht hast du auch einfach so Rechner und so, nur 32 Bit. Ha! Dann geht das nicht. Also bei mir sieht's aus wie 64. Bei mir an sich eigentlich auch. Also so wie es. Wow! Hm. Boah, du Schlampenviech!
Schlampe. Habe ich jetzt schon wieder gemacht. Man hört nur so, tsch, aber nur vom Runterfallen her. Und ich war gerade an der Kiste und von hinten fällt dann so eine Creeper-Schlampe darunter. Boah, Jesus, ey. Creeper-Schlampe. Ja, lol, so. Hier ist ja der Timber-Mod drauf. Das... Nicht der Timber-Mod. Boah, der so ähnlich heißt, ja. Der Tree Capita Mod. Eisen brennt, Essen brennt. Copper Ore kann da rein. Okay, sieht für den Anfang schon mal gar nicht so mega scheiße aus. Und wie viele Saphire finde ich hier eigentlich? Alter, was ich an den alles an Ressourcen habe, ey, das ist echt unglaublich. Eigentlich auch gut was mitgebracht. Ja, was ich alles an verschiedenen Ressourcen habe. Was ist das jetzt schon wieder? Das kenne ich auch nicht. Entschuldigung. Ich kann das auch nicht aufnehmen. Was bist du? Was bist du? Sag es mir. Was bist du für ein Vieh? Sag es mir für alles. Nikolite? Was ist zum Teufel ist Nikolite? Gute Frage. Das brauchtest du auch für irgendetwas. Ach, ja, wat? Man braucht vielleicht alles für irgendetwas. Also auf jeden Fall ist mein Inventar seit 30 Minuten voll. Und so lange gehen wir noch nicht mal auf. Manu, was hältst du davon, wenn man hier eine Treppe hoch macht? Guck mal. Ja, kleinen Moment. Kleinen Moment. Ja. Ach, da bist du. Wenn man hier die Treppe hoch macht, ne? Hier. Ja. Bin und genau dann hier unter euch, den Eingang rein tut, reinmacht. Den Haupteingang, wo wir dann hier so... durch den Berg so gehen. Also theoretisch... Welche Höhe seid ihr? Also 75. Ja, 72. Ich bin gerade Höhe 11, aber ich bin relativ ziemlich genau unter euch und hab gerade einfach mal eine riesen Ressource. Also dann würde ich. Wie viele Diamanten sind hier? Also ja, wir könnten das dahin machen oder wir lassen den Eingang da, wo er jetzt hier ist, weil das ist ja nicht auch ganz gut. Finde ich diese kleine Ecke für den Eingang und dann kann man sich dann halt hier so eine kleine, ja. Einen kleinen Raum bauen, wo dann eben die Treppen abgehen. Oder man macht das eben hier hoch. Da sind wir natürlich dann direkt im Berg. Komm mal her. Ja, warte. Ja, bin ich auch für. Ja, also willst du hier... Mach ich das hier so eine Treppe. Ja, dann können wir hier unten eventuell, keine Ahnung, Technikraum. Sonst, wir brauchen ja irgendwie einen Technikraum. Sonst, ich weiß, was wir machen. Wir machen das so, der normale Eingang, der kommt hier oben hin. So wie du das jetzt gerade geplant hast. Und dann kommt auch überall auf diese Höhe auch halt so der Rest des Hauses. Und dort unten machen wir den Lagerraum hin. Weil der braucht ja auch noch ein bisschen Platz mit den Rohren und so. Ja. Und dann hat man halt hier noch genug Platz. Deswegen würden wir den hier noch weiter ausbauen. Dass wir halt der Lagerraum braucht scheiße viel Platz. Ja, eben, deswegen. Deswegen würde ich halt sagen, dass wir halt hier die meiste Ebene benutzen für den Lagerraum und dann da oben unser Haus bauen. Ja, was willst du? Mal wiedergeben danach. Ah ja. Fick dich! Gib her! Nö. Oh Mann, Manu! Du Drecksack! Du verfluchter Hund! Hey, warum hast du mir das denn erst gegeben? Du sollst gucken, wie viele das sind. Ja, zwei Stacks und? Auch mein Leben nicht. Ja, niemand braucht zwei Stacks Knöpfe. Würde ich nämlich mit der Treppe... Warte, kannst du das nochmal bitte wiederholen, was du gerade sagst? Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich würde das gerne nochmal hören. Nein, es war eine Treppe. Das waren Treppen. Sie hatte zwei, sechs Treppen gemacht. Aber die brauchen... Moment, kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe das nicht ganz verstanden. Nein, die brauchen wir aber auch jetzt hier. Nix. Ja, das Creeper-Loch kannst du ja füllen. Ja. Ja, weiß ich, muss ja gleich erstmal Erde haben. Ich will nur gucken, wo ich gerade mit den Treppen anfange. Ja, ich würde das von oben bauen, nicht, dass wir dann irgendwie zu hoch sind. Okay, ich finde es ja relativ geil, dass man mit Erde nach... Ich finde das ja relativ geil, dass man mit Erde nach... Hör mal die Augen auf hier. Ich finde es ja relativ geil, dass man mit Erde quasi nachgucken kann, wie man etwas herstellt oder craftet oder was auch immer. Aber ich würde es auch gerne haben, dass man nachgucken kann, was man damit machen kann. Ja, das wäre ganz gut. Dass das so daneben stehen würde, das wäre nämlich auch ganz produktiv gewesen. Ich habe nichts zum Bauen. Doch, Cobblestone. Ewig, hast du schon irgendwie Eisensachen?
Nein. Dann mach ich die mal eben.